Ja, grüß euch, Alpinfreunde. Heute sind wir auf die Leoben am Mauer gegangen. Achso, nein, das ist ein Seilspruch, ne? Hallo und Grüße vom Präbichl. Ich bin Flatterbein und heute geht's auf die Leoben am Mauer. Und zwar gemeinsam mit den Alpinfreunden. Und da nehme ich auch mit, weil wenn ich jetzt nämlich nicht weiter tue, dann sind die Freunde weg. Also, weil es Grund zur Beanstellung gibt, da die Sabine ist verantwortlich, die hat sich die Tour ausgesucht. Nein, das wird sicher eine super Tour. Das fällt mir schon unangenehm auf, da geht es überall zu Leobner Hütte. Rechts rein da. Obere Handalm, ja. Da oben prangt die Markierung, damit ist rechts. Wird schon einen Grund haben, warum sie den so prominent markiert haben, da, den Abschneider. Nach der Handel eben wird es einiges steiler und enger und gatschiger und nebliger. Weil der beste Thumbnail, der beste Titel bringt dir nichts, wenn es dir als User nicht vorgeschlagen wird. Ja. Ist nicht für uns gefreut. Woher weißt du das? Weil es über ist. Da ist der Boden gefroren, gell? Grüß euch. Na schau, steil und felsig wird es da. Unglaublich. Wer hätte das auch gedacht mitten im Gebirge? He? Schöner Weg. Geht noch, ja. Obwohl es teilweise schon ziemlich glatt ist. Ja, weil es gefahren ist. Ne? Aha. Gibt es Eis? Der erste Schnee. Das Eis ist da, ja. Betrug, die Leoma hinten ist gar nicht oben, sondern unten. Jetzt sind wir gleich am Sattel. Das ist rutschig manchmal, gell? Ja. Da sind die Stöcke nicht schlecht, oder? Wie schaut es da aus? Boah, nordseitig frischer Wind. Hm? Hochturm, Hirsleck, Kohlberg, keine Spur von der Leobener Mauer. Das ist ja gemein. Ja, nach dem Sattel haben wir Umgehung gewählt, sind rechts vom Kamm verblieben. Oben schaut es nicht recht schön aus. Ja, da unten wartet die Leobener Hütte auf uns. Der Vorteil von der Umgehung ist, man ist dann nicht am Kamm oben den Wind so ausgesetzt. Der war jetzt reichlich unangenehm. Die kurzen Stummelbeinchen rächen sich. Gehen näher zu. Ja, genau. Das ist gemein, gell? Ja. Mit aller Macht wehrt sich der Berg. Sonnenanbeterin.
Ja, ich mache Werbung für die Lobner Hütte. Wie ich vorher schon gesagt habe, Bergtour mit Hochspannung. Schaut mal, die Karawane nicht im Vordergrund, sondern die im Hintergrund. Der müssen wir nicht mehr folgen. Unsere Abzweigung geht nämlich nach rechts. Und da drüben sieht man schon das Gipfelkreuz von der oben der Mauer. Kohlberg, Vordernberg, 3 Stunden. Na, das hört sich halt jetzt ja verlockend an. Leoben der Mauer ist hier. Merkt ihr, in den vergangenen Tag war es ganz schön kalt und hat zum Teil auch geschneit. Und der Grund, der ist gefroren, Lacken gefroren, Schnee gefroren. Zum Glück hat uns noch nicht gefroren, weil uns beim Aufsteigen warm wird. Mit der versprochenen Nebelauflösung lasst uns die Zeit, gell? Ja, wenn nach höherem gestrebt ist, ist da drüben hoch dem gelandet. Müssen wir uns irgendwo schauen, dass wir uns platzieren können, gell? Mhm. Ja, da ist ziemlich aus. Ja. Grüß euch, Alpinfreude, heute sind wir auf die Leoberner Mauer gegangen. Achso, nein, das ist ein Seilspruch. Ne? Ja, bergfrei von der Leoberner Mauer. Ein schöner Gipfel, nicht ganz alleine, aber dafür mit einer unterbösen Aussicht.
Ja, schönes Panorama von der Leobner Mauer. Da drüben haben wir zum Beispiel das Neuzeichenstein. Da muss ich bis eine zum Dachstein. Sehr cool. Wo ist da vorne? Die DRC-Spitze Grieskugel. Und da Hochturm. Ja, die ganze Schar wird schon wieder Rollout, gell? Das ist alles geholt. Wegen Überfüllung geschlossen, jetzt müssen wir wieder weg. Also auf der Lee oben am Mauer ist tatsächlich nicht so überfüllt, wie es ausschaut, aber es macht das. Damit das auch schön im Betrieb bleibt, gell? Ja, ja. Der oben nach hinten sieht man da schön. Ja, gigantisch. Ja, der Abstieg da, der hat es natürlich auch noch mal in sich, nämlich nicht von der Schwierigkeit, sondern von der Aussicht. Das ist schon schön da. Wir sind beim Abstieg teilweise noch im Reif und mit ordentlichem Wind ist es ziemlich frisch. Ich muss direkt aufpassen, es ist immer noch vereist. Es kann fast schief gehen. Natürlich haben sie so viel Glück wie mir mit der freien Sicht am Gipfel. Ja, oben war es richtig beißend kalt mit einem leichten Wind und da jetzt am Südhang ist es fast schon lauschig. Jetzt kommt man für euch, weil man keine Kosten und Mühen scheut, auch diesen alternativen Abstieg da. Er geht halt mitten am Grat zwischen die Laschen dahin, wo er im Aufstieg nur vereist ist, da jetzt aber zum Glück angedauert. Da geht es jetzt ein bisschen besser. Ja, nachdem die Leute alle so gut wissen, wo es hingeht, können wir uns beim Sattel direkt rechts halten. Das ist ja günstig. Ja, in Richtung Leona hinten gibt es mehrere Steigverläufe. Aber der mit den 5 Markierungen ist der beste. Das ist nämlich der geradeste mit den wenigsten Höhenverlust und wenigsten Höhenunterschied, den man wieder machen muss.
Ja, die Klärung herüber zu erleben, die ist nochmal wirklich ein super Abschluss für diese Tour. Das war gerade alles so weit aus, weil dann hat man erst einmal die Einkehr. Aber landschaftlich gibt es da echt noch was her. Hier unten und dann haben wir noch einen ganz geringfügigen Zustieg zu der oben hinten. Das ist eine eindrucksvolle Rückschau. Da schaut sie wunderbar aus, die Leobner Mauer. Frischer Wind empfängt uns auf der Leobner Hütte, gell? So, liebe Leute, jetzt werde unter Beweis stellen, man kann nämlich den Jürgen auf ein Bier einladen. Schaut, da ist der Jürgen, da ist das Bier. Prost! Danke, Prost! So, die ganze Meute setzt sich in Bewegung. Man kennt auch da absteigen von der Leobner Hütte. Nicht beschrieben, aber trotzdem führt der Weg hinunter. Laufstraße, Brebichelpass in 1,5 Stunden. Na, dies glaube ich wieder nicht. Also, wer da 1,5 Stunden im Abstieg braucht, der hat einen Spaziergang gemacht. Ja, da im Abstieg ist es nämlich super schön aussichtsreich. Um mich auf dem Eis näher zu erreichen stellen. Das ist eine total hübsche Gegend. Und das Farbenspiel vom Herbst, das macht die Tour natürlich gleich noch ein bisschen schöner. Du musst es überwachen, dass die Kamera wirklich zu dir kommt, gell? Sicher, das musst du nicht haben. Aber du hast deine Leute, die mitgingen, sehr gut dressiert. Das muss man da wirklich lassen. Wahrscheinlich, ich weiß aber nicht. Ist ein Abschneider, ja. Ja. Da von herunten sieht man ja, dass da eine Markierung drauf ist auf dem Stein, aber von oben sieht man sie. Das habe ich schon so oft probiert, aber da ist man nie wieder drauf eingestiegen. Hinter mir sieht man die Talstation von der Materialseilbahn. Und damit haben wir jetzt die Einmündung in unseren Anstiegsweg wieder erreicht. Schau jetzt mal auf die Spur.
Aber Bier brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir das Maximum an Rundtour rausgeholt, was geht. Wenn wir uns da auf der Asphaltstraße da rechts halten. Diesmal unterwegs mit den Alpinfreunden, ich habe auch gesagt, dem Jürgen von den Alpinfreunden. Ja. Super schöne Tour, danke, dass wir haben mitgedürfen. Ja, super, ja. Mama, wie hat es dir gefallen? Sehr gut, ja. Ja, war ganz toll, gell? Ja, und das war es eigentlich dann schon von unserer Tour auf die Leoner Mauer. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, schaut auch einmal bitte beim Jürgen bei den Alpinfreunden vorbei. Ja, und dann hast du mich, ich bin Flatterball. Und ich, der Jürgen. Und ich, der Bello. Und vielleicht sieht man sich mal auf einer anderen Tour. Danke. Hast du deine Leute, die mitgingen, sehr gut dressiert? Das macht doch wirklich was. Ein strenges Wort ist da bei einer. Ja, wie gesagt, ich gesagt habe am Anfang, wenn du eine freundliche Gruppe suchen willst, dann bist du bei uns in der falschen. Verstehe.